Lieben und herzlich willkommen zu einem Neu-im Archiv. Ja, ich war mal wieder bei Saturn im Zuge einer anderen Erledigung, wie das manchmal mal so ist. Ihr wisst es ja, dann bin ich immer dabei und dann gucke ich nochmal in der Medienabteilung vorbei, habe ich gemacht. Und ich habe Schnappers gemacht, viele, viele Schnappers, mit Ausnahme eines Films, das war kein Schnapper, den, ja, der ist relativ neu, den habe ich dann mal für etwas teureren Preis gekauft. Aber ansonsten alle Schnapper gemacht und ich bin gespannt, wie die sind. Einen habe ich auch schon geguckt, nämlich den, der kein Schnapper war. Aber das seht ihr dann, wenn ich den cineastischen Monatsrückblick mache, da ist er dann auch drin verzeichnet. Ja, wie gesagt, ich mache es kurz. Ich war beim Saturn gewesen und habe mich mal so ein bisschen umgeguckt. Eigentlich war ich nur auf der Suche nach zwei Filmen, die habe ich auch bekommen. Und habe dann noch so ein bisschen rumgeluschert und bin dann über ein sehr topgünstiges Angebot gestolpert, auf das ich euch auch gleich aufmerksam machen möchte, sofern ihr die Filme noch nicht habt. Da müsst ihr dann wirklich mal ein bisschen gucken. Ich habe auch erst gedacht, die haben sich da vertan, aber ich habe dann einen Verkäufer gefragt und das war tatsächlich spottgünstig. Da habe ich gleich zugeschlagen. Ja, und dann bin ich nachher an die Kasse gegangen, im zweiten Stock beim Saturn, und da lag nochmal ein Körbchen mit Blu-Rays, wo wirklich für ein Apfel und ein Ei auch nochmal Blu-Rays angeboten wurden, und da habe ich natürlich dann auch nochmal zugeschlagen. Ja, die nehme ich jetzt auch mal als erstes. Habe ich die jetzt alle richtig hier? So, ja genau. Also, davon waren drei Filme, eigentlich fünf Filme, wenn man es will, Schnapper. Das legen wir mal so hin, ich mache erstmal die Schnapper-Angebote. Und dann Filme für Normalpreis und für etwas mehr als üblich, weil gerade neu. So, was habe ich mir zugelegt? Ihr wisst, ich bin ein Fan asiatischer Kung-Fu- und Karate-Filme. Vor allen Dingen, wenn sie dann auch noch auf Blu-ray rauskommen, ist natürlich perfekt. Kenne ich noch nicht, schaue ich mir an. Quan, der unerbittliche Rächer. Der war an der Kasse im zweiten Stock, da haben die da mal so DVDs stehen und auch eben halt Blu-Rays. Und jetzt waren wieder Blu-Rays dran und dann habe ich mir auch tatsächlich mal den gleich zugelegt. Ich liebe ja Kung-Fu- und Karate-Filme oder Eastern, wie man so schön sagt. Aber das sind dann immer so Sachen, die aus den 70er Jahren, so sieht es auch aus. Ja, Quan, der unerbittliche Rächer. Und natürlich von einem Label, wo ich auch Black Hill, wo ich natürlich jetzt auch schon Wang Yu, Stahlharter Hongkong Killer, beziehungsweise Police Force heißt der auch im Original und so ist er auch als Film auf Blu-ray erschienen. Den habe ich mir zugelegt. Super Bildqualität, super Ton. Hier muss man natürlich noch reingucken. Schauen wir mal. Wie gesagt, Quan, der unerbittliche Rächer, den kenne ich nicht. Und den anderen Film kenne ich auch noch nicht. Hörte sich aber sehr gut an und das Cover gefiel mir auch schon sehr gut. Besonders der Ausschnitt der jungen Dame. Die Rede ist von Die sieben Schläge des gelben Drachen. Die sieben Schläge des gelben Drachen. Ach, schöne Hongkong-Eastern. Hoffe ich zumindest mal. Sieht aber ganz danach aus. Sieht sehr vielversprechend aus. Ich mag ja sowas. Sieben Schläge des goldenen Drachen. Ja. Wunderbar. Auch da Schnapper. Und noch einen Schnapper habe ich gemacht. Ihr wisst, ich bin auch ein Fan von Vincent Price. Sicherlich mag ich nicht unbedingt alle Filme von ihm, aber jetzt habe ich mir einen Film, den kenne ich noch nicht und auch mit ihm kenne ich den nicht, nach dem Roman von H.P. Lovecraft, Das Schloss des Grauens, The Haunted Place aus der Edgar Allan Poe Reihe. Das Schloss des Grauens. Schauen wir mal, wie der Film wird oder ist. Kennen tue ich ihn jedenfalls noch nicht. Ja, und dann habe ich einen Schnapper gemacht. Da hatte ich erst geguckt, zwei Filme auf zwei Blu-Rays, Disc. Und zwar, ich kenne den ersten Teil. Es handelt sich um den ersten und einen zweiten Teil, nämlich 1 und 2. Und ich kenne den ersten Teil, den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen. Habe dann aber etwas spärlich geguckt, als ich dieses Pamphlet, diese kleine Box gesehen habe. Und da stand drauf 2,99. Und da habe ich dann gedacht, na, das kann bestimmt ein Etikettenfehler sein. Hab den, weil das war nicht nur auf dieser Box, die ich hatte drauf, sondern auf den anderen Boxen auch, die da standen im Regal. Und dann habe ich den einen Verkäufer gefragt. Ich sage, ist das so richtig, was ihr hier habt? Ja, das ist richtig. Das ist eine Sonderversteckaktion. Das heißt, die stehen irgendwo dazwischen. Und wenn man das sieht,
kann man sich die mitnehmen. Also sie haben das angeboten, Teil 1 und Teil 2 für 2,99, also rund 3 Euro. Und für zwei Blu-Rays, das heißt, ich bezahle 1,50 roundabout für eine Blu-Ray. Das kriege ich nicht, die kriege ich nicht mal gebraucht für den Preis auf dem Flohmarkt. Und da habe ich natürlich dann gleich zugeschlagen. Die Rede ist von Monsieur Claude und seine Töchter, Teil 1 und Teil 2. Da ich die beiden Filme noch nicht in der Sammlung habe, habe ich sie mir zugelegt. Bei dem Preis unschlagbar. Normalerweise bin ich ja nicht so mit Preisen immer hier. Schnapperangebote, wisst ihr, sind immer günstige Sachen. Ja. In diesem Fall 2,99 für die beiden Blu-rays, niegelnagelneu. Das kriegst du nicht mal auf dem Flohmarkt. Und da habe ich dann zugeschlagen. Also wer Saturn in der Nähe hat, wo das Angebot ist, oder wer hier in Hamburg ist, der kann ja dann mal gucken gehen. Im Saturn an der Mönckebergstraße. Dort findet ihr das. Ja, und dann habe ich mir zwei Filme geholt, die einen normalen Preisstandard haben, so um die 9,99 Euro. Ihr wisst das ja. Das ist einmal ein Film, der mir empfohlen wurde. Ich habe das Original leider nicht gesehen. Das scheint das Remake zu sein. Ich habe jetzt auch wieder die Brille nicht dabei. Die liegt nämlich wieder auf der Arbeit. Schöne Wurst, aber egal. Die Rede ist von dem Film Herr der Fliegen. Der ist mir insofern empfohlen worden, ich kannte den bisher nicht. Ich weiß, es gibt ein Original, glaube ich, aus den 50er Jahren. Das gibt es, aber das ist schon hier was Neues zu sein. Das ist ein neuwertiger Film. Also es gibt ein Remake und das ist dieses, glaube ich. Denn der andere ist in Schwarz-Weiß, soweit ich weiß. Ja, Herr der Fliegen, ich bin ganz gespannt. Ja, und ich plane ja demnächst einen kleinen, ihr wisst ja immer, ich mache Filmmarathons, immer solche Sachen. Und diesmal mache ich Themenmarathons. Filmmarathone, also wo ich dann am Wochenende, ganzes Wochenende nur Filme gucke. Und da ich das nächste Mal einen themenbezogenen Filmmarathon mache mit dem Thema Inseln, passt der Film Der Herr der Fliegen natürlich sehr gut. Na. So, dann habe ich mir geholt einen Film, ich habe da allerhand von gehört, ich weiß aber nicht, wie er ist. Und ja, schauen wir einfach mal. Ein Mordspaß steht hier. Den Kokainbär. Kokainbär. Oder Bear. Cocaine Bear. Mit Bären habe ich es im Moment nicht so, muss ich dazu sagen, weil ich habe mir letztens, das seht ihr nachher oder seht ihr später in dem cineastischen Monatsrückblick für den Monat Juli, ich habe mir den zweiten Teil von Grizzly reingezogen. Oh Gott. Aber okay. Deshalb bin ich mal gespannt, wie der Film hier ist. Aber naja, dazu komme ich dann zum wenn der cineastische Monatsrückblick ansteht. Ja, Cocaine Bear, ich bin gespannt. Hab da ein paar Ausschnitte von gesehen, hab da ein paar Kritiken drüber gelesen, klang sehr gut. Ja, schauen wir mal, totale Randale-Edition. mal sehen, was das ist. Ja, und dann habe ich mir einen Film geholt, für den ich mal mehr ausgegeben habe, den ich auch schon geschaut habe. Ja, wie ich den Film fand, das seht ihr natürlich auch im cineastischen Monatsrückblick des Monats Juli. Da will ich nichts vorwegnehmen. Die Rede ist von Avatar The Way of Water. Ja, interessanter Film. Wie interessant und warum interessant und vielleicht auch warum nicht interessant, das erfahrt ihr alles, wenn der cineastische Monatsrückblick für den Monat Juli 2023 ansteht. Da werde ich dann näher drauf eingehen. Ja, ihr Lieben, das war meine kleine, aber feine Ausbeute gewesen für diese Ausgabe. Ja, das ist klein, aber fein und für einen günstigen, schmalen Taler, mit Ausnahme von Avatar. Der hat natürlich ein bisschen mehr gekostet, aber alle anderen waren günstiger Taler bis super Schnapper. Und da konnte ich natürlich dann nicht Nein sagen, wie sich das gehört, ne? Ja, im Übrigen muss ich dazu sagen, werde ich jetzt mich ordentlich da reinknien, wieder Filme zu gucken. Ich bin ja schon wieder fleißig dabei, die Wochenenden entsprechend, wenn ich Zeit habe. Und in den nächsten Monaten, habe ich gesehen, sind einige Wochenenden dabei. Da habe ich Zeit, da habe ich auch richtig viel Zeit, mir das anzugucken. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund, fröhlich, lustig und so weiter. Und ja, in diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Musik.